Willkommen in der Rückenschule. Wie man weiß, das Rückgrat, die Wirbelsäule, ist nicht nur für Politiker wichtig, sondern für jedermann. Ein gesunder Rücken, den brauchen wir alle. Und ich darf zwei Übungen zeigen. Erste Übung, ich stelle mich ins Profil. Wir haben die Beine hüftbreit aufgestellt, leicht gebeugt. Wir setzen das Gesäß etwas zurück, haben den Rücken gerade oder leicht überspannt, nehmen die Arme im rechten Winkel nach vor, ziehen sie zur Seite, sodass die untere und die Schulterblattmuskulatur aktiv ist, ziehen so, das ist der sogenannte Butterfly, und auf. Am besten 10-mal, eine kleine Pause und dann kann man noch einmal 10-mal machen. Ein- und ausatmen dabei ist auch immer wichtig. Ein letztes Mal. Und dann kommen wir gleich zur zweiten Übung, sogenannter Kettbett. Wir ziehen den Nabel ein, rollen das Becken nach vorne, rollen das Kinn Richtung Brust und kommen ins Hohlkreuz. Becken nach vorne rollen, Rücken rumziehen, Katzenbuckel und ein schönes gerades Rücken. Und wieder Becken nach vorne rollen, Nabel hochziehen. Und einen geraden Rücken ziehen. Gut, das wären zwei einfache Übungen aus der Rückenschule. Ich wünsche viel Spaß.